hat. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht, das wir verabschieden werden, Herr Kollege Beck, ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige weitere Etappe auf dem Weg, ausreisepflichtige Migranten schneller und konsequenter abzuschieben. Wir sprechen zwar jetzt bei diesem Gesetzespaket nicht von einem dritten Asylpaket, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es, was den Inhalt anbelangt und was den Umfang anbetrifft, durchaus vergleichbar ist mit den ersten beiden Asylpaketen. Es geht darum, dass wir konsequenter die Personen außer Landes bringen, die kein Bleiberecht in unserem Land haben. Und das waren Ende April rund 220.000 Menschen, die an sich Deutschland verlassen müssten, aber es aus unterschiedlichen Gründen bislang nicht getan haben. Und ich mache auch, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, keinen Hehl daraus. Mir wäre es sehr lieb gewesen, wenn wir dieses Gesetz deutlich früher verabschiedet hätten. Und Herr Kollege Beck, ich möchte auch mit einem Vorurteil aufräumen. Dieses Gesetz hat nicht unmittelbar etwas mit Anis Amri zu tun. Ein Großteil des Inhaltes dieses Gesetzes geht auf weitaus früher liegende Vorschläge des Bundesinnenministers zurück. Bundesinnenminister de Maizière hat am 11. August letzten Jahres im Nachgang zu den Anschlägen von Würzburg und Ansbach einen Großteil dieser Vorschläge, die jetzt Inhalt dieses Gesetzes sind, bereits gemacht. Und es gibt einen Gesetzentwurf aus dem Bundesinnenminister vom Oktober letzten Jahres, also weit vor dem Anschlag vom Breitscheidplatz, der dann leider nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, weil er am Widerstand unseres Koalitionspartners gescheitert ist. Ich bin aber froh, dass es jetzt gelungen ist, Herr Kollege Lischka, sehr schnell auch die Verhandlungen aufzunehmen nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz und diesen Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen. Und ich bin auch, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr froh, dass es uns jetzt im parlamentarischen Verfahren gelungen ist, den an sich schon sehr guten Gesetzentwurf noch besser zu machen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt im parlamentarischen Verfahren noch wichtige Punkte mit aufgenommen, beispielsweise die Residenzpflicht für Gefährder, die Regelung, dass Gefährder und, Herr Kollege Beck, die sind eben schon klar definierbar. Es handelt sich dabei um Personen der Preisklasse von Anis Amri, also Personen, von denen eine erhebliche Gefahr für das Leib und Leben Dritter oder für erhebliche Rechtsgüter, für bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit ausgehen. Und ich bin froh, dass es richtig ist, dass wir jetzt klar machen, dass diese Gefährder zum einen mal in Abschiebungshaft gehören und dass sie vor allem auch in der Abschiebehaft in Justizvollzugsanstalten untergebracht werden. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Herr Mayer, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Selbstverständlich, sehr gerne. Herr Beck. So Gesetzgebungsdiskussionen haben ja immer auch die wichtige Funktion, Voraussetzungen und unbestimmte Rechtsbegriffe aufzulösen. Was sind denn die tatsächlichen Voraussetzungen für die Fälle, die Sie gerade beschrieben haben, mit der Gefahr für die inneren Sicherheit? Was muss da gegeben sein bei Leuten, die sich nicht gemacht haben, um die Voraussetzungen zu erfüllen? Preisklasse Anis Amri ist kein Hinweis. Ja, was soll das konkret bedeuten? Was muss vorgefallen sein? Was muss die Polizei in ihren Händen haben, damit diese Regelung tatsächlich greifen kann? Das würde ich doch gerne mal wissen. Herr Kollege Beck, der Begriff des Gefährders stammt aus dem Polizeirecht. Und wir haben derzeit in Deutschland ungefähr 600 von den Landeskriminalämtern eingestufte Gefährder. Und dabei handelt es sich um Personen, bei denen nicht irgendwelche Vermutungen vorliegen, sondern es bedarf konkreter Hinweise, dass diese Personen in salafistische, islamistische Netzwerke mit einbezogen sind, dass sie Kontakt haben zu Islamisten, dass sie angekündigt haben, Anschläge in Deutschland zu unternehmen, dass sie sich in salafistischen Kreisen aufhalten. Es ist eben nicht so, wie Sie behaupten, Herr Kollege Beck, dass hier einfach mit reiner Willkür jeder einbezogen werden kann, sondern es bedarf ganz konkreter Hinweise, dass eine erhebliche Gefahr für das Leib oder das Leben Dritter bestehen muss oder für bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit. Ich bin sogar froh, dass es jetzt gelungen ist, diesen Begriff des Gefährders erstmals im Bundesrecht auch klar festzulegen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, und ich bin vor allem auch froh, dass diese Gefährder jetzt auch in normalen Justizvollzugsanstalten untergebracht werden können. Ich habe selbst bei mir im Wahlkreis eine Abschiebehaftanstalt und sage auch ganz offen, es wäre der Bevölkerung nicht zumutbar, dass in relativ kleinen, auch durchaus nicht
optimal gesicherten Abschiebehaftanstalten Gefährder untergebracht werden, sondern dass sie wirklich auch in Hochsicherheitsgefängnissen, in Justizvollzugsanstalten untergebracht werden können. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wichtig ist darüber hinaus, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass konsequent gegen Personen vorgegangen werden kann, die unsere Regeln nur ausnutzen, um sich ein Aufenthaltsrecht in Deutschland zu erschleichen. Und da ist zum Beispiel diese Mitteilungspflicht von Behörden, wenn sie Wind davon bekommen, dass sich der Flüchtling in sein Heimatland zurückbegibt, an das jeweilige Ausländeramt von entscheidender Bedeutung. Es muss zumindest mal überprüft werden können, wenn ein Flüchtling in sein Heimatland zurückkehren kann, ob die Voraussetzungen für die Einstufung als Flüchtling oder als subsidiär Schutzberechtigter überhaupt noch vorliegen. Das ist kein zwingender Mechanismus und Automatismus, dass dann der Flüchtlingsstatus aberkannt werden wird. Aber es muss doch zumindest, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Möglichkeit bestehen, dass man das Ausländer, dass man die Ausländerbehörde in die Gelegenheit versetzt, die Tatsachen noch mal zu überprüfen. Herr Mayer, lassen Sie noch eine Zwischenfrage der Kollegin Michalik zu. Selbstverständlich, sehr gerne. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben vorhin gesagt, dass der Gefährderbegriff aus dem Polizeirecht stammt. Können Sie mir mal bitte das Gesetz nennen, wo der Gefährderbegriff legal definiert ist? Frau Kollegin Michalitsch, ich habe Ihnen oder habe dem Kollegen Beck erläutert, dass der Begriff des Gefährders aus dem Polizeirecht stammt, also aus dem Landesrecht. Also die Länder haben die Befugnis, festzulegen, welche Personen sie als so gefährlich erachten, dass sie sie beispielsweise auch mit einer Telefonüberwachungsmaßnahme überziehen. Die Länder haben die Befugnis, aufgrund ihrer Polizeiaufgabengesetze festzulegen, wen sie als so brisant, als so gefährlich einstufen, dass sie davon ausgehen, dass zumindest die Gefahr besteht, dass er einen Anschlag in Deutschland unternimmt. Das ist keine Bundeskompetenz. Das ist ja auch, ich bin Ihnen ja dankbar, Frau Kollegin Michalitsch, dass Sie diese Frage noch mal stellen. Und deswegen bezieht sich auch meine Antwort auf Ihre Frage. Weil auch der Kollege Lischka wieder so insinuiert hat, als wäre jetzt bei allem der Bund und der Bundesinnenminister in der Verantwortung. Man muss nun mal sehen, das Bundeskriminalamt hat keinen einzigen Gefährder eingestuft. Alle Gefährder, die wir in Deutschland haben, sind von den Landeskriminalämtern eingestuft worden. Und deswegen war auch das Hauptversagen, was zum Anschlag am Breitscheidplatz geführt hat, bei den Landesbehörden in Nordrhein-Westfalen und in Berlin angesiedelt. Da war die Ursache. Da ist geschludert worden. Auch zum Beispiel aufgrund noch fehlender rechtlicher Instrumente wie die Möglichkeit, Gefährder in Nordrhein-Westfalen oder in Berlin präventiv mit einer Telefonüberwachungsmaßnahme zu überziehen, was in Bayern beispielsweise selbstverständlich möglich ist. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ein weiterer wichtiger Punkt ist der schon erwähnte, dass wir auch Regelungen schaffen, um Scheinvaterschaften effektiv bekämpfen zu können, wenn es auch hier wieder, und es stimmt einfach nicht, Herr Kollege Beck, was Sie immer so stereotyp von sich geben, dass hier alle unter Generalverdacht gestellt werden. Das trifft einfach nicht zu. Auch hier müssen konkrete Hinweise vorliegen, dass in missbräuchlicher Weise eine Vaterschaft anerkannt wurde, um einen Aufenthaltstitel zu erschleichen. Und ich finde, auch hier ist es nur recht und billig, dass dann die Möglichkeit geschaffen wird, dass diese Vaterschaft auch wieder aberkannt wird. Darüber hinaus ist es wichtig, auch in sicherheitspolitischer Hinsicht, dass wir das Bundeskriminalamt in die Lage versetzen, dass die Daten von Migranten abgeglichen werden mit den Datenbanken befreundeter Länder. Und ich sage zum Abschluss, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, schon auch ganz deutlich, dieses Paket ist ein rundes Paket. Es ist ein deutlicher Fortschritt, wenn es darum geht, ausreisepflichtige Personen effektiver und konsequenter außer Landes zu bringen. Aber wir hätten uns an der einen oder anderen Stelle durchaus auch noch mehr vorstellen können. Beispielsweise, wenn es um das Auslesen des Handys geht. Herr Kollege Lischka, Sie haben ja die Vorteile erwähnt. Uns wäre es sehr lieb gewesen, wenn wir nicht nur das Auslesen des Handys zur Feststellung der Identität nutzen können, sondern auch zur Feststellung des Reiseweges. Oder auch ein wichtiger Punkt, die Einbeziehung der Bundespolizei in den automatisierten Datenabgleich. Das sind Themen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die bleiben auf der Agenda, die bleiben auf der Tagesordnung, die sind nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. In diesem Sinne bitte ich um eine größtmögliche Unterstützung dieses wichtigen und bedeutsamen Gesetzentwurfs. Ich schließe die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung.